ins Bett und kurier dich aus. Das kann man ja nicht mit ansehen. Und was wird aus meinen Patienten? Also, dass du sie ansteckst und uns auch, das kann auch nicht in der Sache sein. Jenny kann doch für heute die Beratungsstelle übernehmen. Na klar, ich muss nur mit jemandem die Schicht tauschen in der Klinik. Wirklich, Felicitas, in deinem Alter sollte man so eine Grippe nicht unterschätzen. Was meinst du damit in meinem Alter? Du bist auch nicht mehr gerade die Jüngste. Jetzt komm. Ich bring dich hoch. Jetzt tu doch nicht so, als sei ich schwerbehindert. Ja, ist ja gut. Kloster Kaltental, Schwester Hanna? Ich bin's, Hildegard. Tut mir leid, wenn ich dich schon wieder nerve, aber hast du den Beweis? Nein, aber du kannst die Mutter ausrichten. Wachtmeister Meier hat versprochen, sich heute darum zu kümmern. Aber verstehen tue ich das ganze Theater sowieso nicht. Wer, wenn nicht der Herr Wöller, soll denn die Bibel geklaut haben? Ja, schon. Aber Ihre Anwälte meinen, dass eine solche Behauptung vor Gericht nichts bringt. Du hast Besuch. Also bitte besorg ihr die Fingerabdrücke, ja? Ja, ich melde mich wieder. Gelobt sei Jesus Christus. Kommen Sie. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so unangemeldet auftauche. Macht überhaupt nichts. Unsere Tür steht jedem offen. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Mögen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Frau Dr. Wohlschlegel meinte, wenn mir einer helfen kann, dann Sie. Sie sind bei Frau Dr. Wohlschlegel in Behandlung? Nein, sie hat einmal die Woche eine Beratungsstunde bei den anonymen Alkoholikern. Ah. Ja, ich bin Alkoholikerin. Aber ich bin seit über 2 Jahren trocken. Gratuliere, Frau... Ach so, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gellert. Sandra Gellert. Gellert? Arbeitet Ihr Mann nicht im Rathaus? Ja, in der Stadtkämmerei. Abteilung Abgabengebühren. Aber er hat sich scheiden lassen von mir damals, als ich auf dem Tiefpunkt war mit meiner Sucht. Und der Richter hat ihm unsere Kinder zugesprochen. Ah, ja. Mhm. Zu Recht. Ich war damals nicht fähig, mich um meine Kinder zu kümmern wie eine richtige Mutter. Nur jetzt, nach 2 Jahren, da will ich doch hier und Pitt wenigstens mal besuchen dürfen. Waren Sie denn schon beim Jugendamt? Da brauche ich nicht mehr anzukommen. Weiß denn Ihr Mann, dass Sie nicht mehr trinken? Der glaubt mir nicht mehr. Wenn ich anrufe, geht er nicht ran. E-Mails, Briefe beantwortet er nicht. Ich würde so gern ein bisschen wieder gut machen, was ich ihm und den Kindern damals angetan habe. Wie alt sind denn Ihre Kinder? Ria ist 8 und wird im August 9. Pete ist gestern 7 geworden. Hübsch. Frau Gellert, sind Sie sicher, dass Ihre Kinder Sie auch sehen wollen? Das weiß ich nicht. Aber Hans lässt uns ja keine Chance, das rauszufinden. Na gut. Ich habe heute sowieso im Rathaus zu tun. Ich kann ja versuchen, bei Ihrem Ex-Mann ein gutes Wort für Sie einzulegen. Aber versprechen kann ich nichts. Das weiß ich, aber ich wäre Ihnen so dankbar. Ach so, wie kann ich Sie denn erreichen? Am besten in der Firma. Die Dachdeckerei Häusler. Ich arbeite da in der Buchhaltung. Jenny? Ja? Ich bin im Rathaus und dann auf dem Polizeirevier. Aber zum Mittagessen müsste ich wieder da sein. Ist gut. So, Frau Bechtold, dann wollen wir uns Ihr Bein mal anschauen. Kommen Sie? Also, ich rufe Sie an, sobald ich mit Ihrem Ex-Mann gesprochen habe. Danke, Schwester. Nicht zu danken. Wiedersehen. Oh, komm bitte. Mädchen Hermann, ein Mann wie du und die Herren vom Vorstand, ihr werdet doch wohl in der Lage sein, ein paar Mädels zusammenzutrommeln für die Cheerleader-Truppe. Ja, na gut. Ich lasse mich überraschen. Ja, und wenn diese Flaschen am Samstag wieder verlieren sollten, trotz Cheerleader-Mädels, ja, dann ist aber Flasche endgültig leer. Ja. Heiliger Strohsack. Der Herr Huber hat gesagt, dass Sie auswählen sollen, wer von uns mitmacht. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich finde es ja ganz toll, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Aber ihr müsst mir jetzt die Chance geben, dass ich mich in meinem Büro informiere, was alles anliegt. Und dann bin ich in 10 Minuten, Entschuldigung, ganz für euch da, gell? Okay. Ah, Sie haben Glück, Herr Danzer. Er kommt gerade. Moment, ich stelle durch. Frau Lahmann, ich bin nicht da. Erstens habe ich ganz andere Sorgen. Und zweitens sagen Sie ihm gefälligst selber, dass Sie nicht da sind. Und außerdem ist er sowieso sauer auf Sie, weil Sie nie zurückrufen. Ja, wie warum versprochen. Wohl? Ja, ich kann mir doch die 5 Millionen nicht aus den Rippen schneiden. Also, stellen Sie durch. Herr Danzer, ich bin wie immer untröstlich. Herr Wöller, jetzt sparen Sie sich Ihre lahmen Entschuldigungen. Haben Sie das Geld, ja oder nein? Ich möchte einmal eine eindeutige Antwort. Wir gehen nämlich Ihre ewigen Verzögerungstaktiken langsam auf die Nerven. Übrigens,
Ich habe Sie gewarnt. Sie sind durchaus nicht der einzige Interessent für unseren Freizeitpark. So, darf ich jetzt auch mal was sagen? Bitte. Ich habe jetzt nämlich zu Ohren gekommen, Sie sind auch in Verhandlung mit der Mutter Oberin. Ich versichere Ihnen, daran ist kein Wort wahr. Beziehungsweise, eines stimmt, wir haben tatsächlich kurzfristig das Klostergelände in Betracht gezogen, aber genauso schnell wieder verworfen. Herr Danzer, keine faulen Tricks, weil der faule Trick, den ich nicht kenne, der muss erst noch erfunden werden. Und jetzt zum letzten Mal und ganz langsam zum Mitschreiben. Doppelpunkt haben Sie es. Erst der Vertrag, dann die Kohle. Was bildet der Schleimbeutel sich ein? Bitte nicht von vorgestern. Verlabern. Verlabern. Was ist mit Ihnen? Diese Tasse hat Willi mir zum 10. Hochzeitstag geschickt. Schwarz wie die Nacht, rot wie die Liebe. Ich schenke Ihnen eine neue. Aus den Augen, aus dem Sinn. Oder wie wär's mit Scherben bringen Glück? Herr Wöller! Vergessen Sie diese Knalltüte. Der ist nicht eine Ihrer Tränen wert. So, ich kehre jetzt zusammen. Sie putzen sich Ihre Nase. Okay? Okay. Schwester Hildegard, wo bleibt jetzt der Herr Danzer? Den Anruf können wir uns sparen. Er kommt gerade aus dem Aufzug. Dann schicken Sie ihn zu mir. Aber falls Herr Rickenbacher sich melden sollte, verbinden Sie mich mit ihm, bitte. Selbstverständlich. Grüß Gott. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Das ist doch bei Ihnen normal. Aber Sie können reingehen. Frau Dr. Dr. Reuter erwartet Sie. Danke, danke. Bitte. Oh, tut mir aufrichtig leid. Ich wurde aufgehalten von Herrn Wöller. Grüß Gott, Herr Danzer. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. So, so, der Herr Wöller. Ja, versucht ständig, uns sein Gelände anzudrehen. Aber wie Sie wissen, haben wir uns natürlich längst für Ihre Klosterlatifundin entschieden. Übrigens, den fertigen Vertrag hätte ich bereits mit. Einzige, was noch fehlt, wäre meine Provision. Herr Danzer, ich habe Sie zu mir gebeten wegen dieser Provision, wie Sie es nennen. Sie werden verstehen, dass weder mein Glaube noch meine Überzeugung mir gestatten, Bestechungsgelder zu bezahlen. Also Frau Reuter, da muss ich mich wirklich allerschärfsten sagen. Auch nicht, wenn das in Frage stehende Projekt dem Wohle der Allgemeinheit dient. Aber ich denke, ich habe eine Lösung gefunden, wie ich glaube, und ich möchte, dass diese neue Formulierung im Vertrag berücksichtigt wird. Und die wäre? Bitte sehr. Herr Danzer erhält eine Zahlung von 5 Millionen Euro. Kaffee, Tee, Wasser? Warum nicht? Hallo? Ist jemand da? Oh, ich brauche noch einen. Da sind Sie ja. Gina hat sich solche Sorgen um Sie gemacht. Lass den Mann in Ruhe. Wo ist Gina? Ist sie da? Nein, sie ist leider nicht da. Sie ist im Pfarrhaus. Aber geht's Ihnen nicht gut? Nur noch, ich bin müde. 18 Stunden unterwegs. Setzen Sie sich doch. Kommen Sie, ich rufe Gina an. Gott, die wird sich so freuen, dass Sie da sind. Wir haben uns wirklich alle große Sorgen gemacht. Trari, trara, die Post ist da. Was haben wir denn Schönes? Ah ja, ein Brief von der Kreuzotter in München. Sie behauptet, Sie hätten den Nonnen ihre Gutenberg-Bibel geklaut. Widrigenfalls werde ich Anzeige erstatten. Prozess. Na bitte, Frau Dr. 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 Reuter, ja, dann gibt's eben Krieg. Die soll mir erst mal beweisen, dass ich die Bibel habe. So, jetzt bringen Sie mir meinen Kaffee und dann schicken Sie die Mädels rein. Moment. Was ist denn das hier? Ach, das ist noch eine Nachzüglerin von Ihren Bekanntschaftsanzeigen. Ja, nicht übel, oder? Aber aus Düsseldorf. Ja, und? Ja, die sind doch da immer so ein bisschen etepetete. Etepetete. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Frau Labern. Also rufen Sie diese Rosemarie Künkel an, machen Sie mir ein Blind Date und jetzt kriege ich meinen Kaffee. Oder gibt's denn erst nach Ihrer Scheidung? 108. Grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Hallo, 110. Herein. Herr Gellert? Ja, bitte, kommen Sie herein. Danke. Guten Tag, ich bin Schwester Hanna. Ja, ich kann mir schon denken, warum Sie kommen. Die Erhöhung der Gebühren für Müll und Abwasser.
Aber das kann ich leider nicht ändern, Schwester. Nein, ich bin wegen Ihrer Frau hier. Ich habe keine Frau mehr. Ihre Ex-Frau und Mutter Ihrer beiden Kinder. Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Ihre Ex-Frau wusste keinen anderen Ausweg, als zu mir zu kommen. Sie hat viel durchlitten beim Entzug und bei den anonymen Alkoholikern. Ach ja, und was ich und die Kinder mitgemacht haben, was ist denn damit? Natürlich war das sehr schlimm für Sie und für die Kinder. Aber Ihre Ex-Frau ist wieder gesund. Die lügt doch, wenn sie den Mund aufmacht. Was glauben Sie, wie oft die mir versprochen hat, endlich Schluss zu machen mit dieser Trinkerei? Und jedes Mal habe ich dann, oder noch schlimmer, die Kinder, immer wieder diese versteckten Flaschen gefunden. Nein, Schwester. Das hat sehr lange gebraucht, bis wir alle drüber weg waren. Und ich denke gar nicht dran, jetzt wieder alles von vorn anzufangen. Herr Gellert, sie will nur ihre Kinder sehen dürfen. Wäre es nicht das Beste, es den beiden zu überlassen, ob sie damit einverstanden sind? Nein, Schwester. Ich fürchte, das geht nicht. Von mir aus auch bei uns im Kloster. Nein. Sie können auch dabei sein, wenn Sie wollen. Nein. Schwester, das ist mein letztes Wort. Tut mir leid. Schade. Und nicht, dass ihr glaubt, dabei kommt es nur auf eine gute Figur und ein hübsches Gesicht an. Ich meine, sowas hat man einfach in eurem Alter zu haben. Nein, worauf es ankommt, ist Kampfgeist und Liebe zum Sport. So, jetzt kommen Sie zur ersten Frage. Wer von euch hat einen Bruder oder Freund in der Mannschaft vom KFC? Hier rüber bitte. Nächste Frage. Wer weiß, wie der KFC in Auen gespielt hat vor 14 Tagen? 3:0. Verloren. Ja, leider. Trotzdem hier rüber. Schwierige Frage. Wer ist unser Libero? Ich weiß es. Klaus Rottluff. Oh, das war aber schnell. Gleich hier rüber. So, und jetzt keine unwichtige Frage. Wie heißt der Präsident des KFC? Erbi? Keiner? Also, das ist ein schwaches Bild. Schwaches Bild, ja? Aber das sind doch Sie, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Bitte hier rüber. Liebe Damen, also wir brauchen nur 7 Cheerleader. Es tut mir leid. Vielen Dank. Schwester Hanna, gut, dass Sie gekommen sind. So, erste Übung, Cheerleader-Halbkreis. Ja, Mädels, ihr könnt natürlich nicht wissen, dass Schwester Hanna, auch wenn sie nicht so aussieht, früher in Berlin im Ballett getanzt hat. Und sie wird euch jetzt beibringen, wie so eine zünftige Cheerleader-Truppe sich bewegt. Moment, Moment, Herr Möller. Ja? Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen eine Zusage gegeben zu haben. Ja, aber ich dachte, das macht Ihnen Freude und Sie sind stolz darauf, den KFC zu unterstützen. Herr Möller, bitte, wann denn? Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja? Außerdem, nennen Sie mir bitte einen einzigen Grund, warum ich Ihnen einen Gefallen tun sollte, ja? Nach allem, was Sie sich geleistet haben. Also, nächste Übung, Linksschwenk. Wenn Sie dann Ihren Namen und Adresse bei der Frau Laber, das ist meine Sekretärin, hinterlassen, die wird Ihnen dann Bescheid sagen, wie es weitergeht, per E-Mail oder SMS. Frau Laber, kümmern Sie sich um den Nachwuchs, um die jungen Damen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen, gell? Können wir uns beide nicht mal 10 Minuten wenigstens wie zwei vernünftige Menschen unterhalten? Gerne. Ich meine, was Sie sich und die Mutter Oben da geleistet haben, ist ja auch nicht gerade vom Pappe. Hier, hören Sie sich das an. Widrigenfalls werde ich nicht nur Anzeige wegen Diebstahls gegen Sie erstatten, sondern auch in einem Prozess. Hören Sie mir überhaupt zu? Nein. Ist das eines Ihrer nächsten Opfer? Ja. Attraktiv, oder? Sieht intelligent aus. Sie meinen wegen der Brille? Nicht nur. Na, hoffentlich gibt die Ihnen nicht so schnell den Laufpass wie die anderen. Wetten das nicht? Ich wette heute nicht. Ah ja. Warum ich überhaupt hier bin, Herr Wöller? Bitte? Ich brauche Ihre Unterstützung. Es geht um einen Ihrer Mitarbeiter. Ach ja. Die Ex-Frau von dem Herrn Gellert war heute bei mir und was? Die hat ihm bestimmt was vorgeheult. Wegen der Kinder oder so. Also, was mich angeht, ich bin mit diesem Thema durch. Ein für alle Mal. Ja, aber warum? Warum? Was glauben Sie, was dieser Mann mit dieser Frau durchgemacht hat? Die ist hier ständig aufgekreuzt während der Scheidung, volltrunken und hat Terror gemacht. Mein Gott, Herr Wöller, das ist Jahre her. Haben Sie die Frau in letzter Zeit mal gesehen? Nein. Die hat sogar einen Job bei der Dachdeckerei Häusler. Ja, das ist ja kein Wunder. Das ist ja auch so ein anonymer Schluckspeck. Ach ja? Und Sie? Wie oft kommen Sie aus dem Ochsen? Ich bin nicht anonym. Mich kennt jeder. Und ich komme immer noch meinem Job hier nach, ja? Aber was rede ich? Passen Sie auf. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ein
Super Deal. Ich rede mit dem Gellert und Sie trainieren die Cheerleader-Mädels. Ich verhandle heute nicht. Bis Samstag, da ist das Rückspiel gegen Auingen. Das ist mein letztes Wort. Ja oder ja? Na gut, aber bis Samstag ist das überhaupt nicht zu schaffen. Ein bisschen rumgehopsen und Beine zeigen. Rumhopsen und Beine zeigen? Ist doch nicht so schwer. Ich bin ja ganz ausgeschlafen. Ich habe natürlich die Mädels genommen von der Prinzengarde vom Fasching, weil die können ja richtig rumturnen. Also, abgemacht? Abgemacht. Ah, da bist du ja endlich. Wo ist er? Er hat sich im Gästezimmer hingelegt. Stell dir vor, er ist die ganze Nacht von Neapel aus durchgefahren. So. Jetzt lass ihn doch erst mal ausschlafen, Gina. Ehrlich. Ich kann nicht. Ich muss wissen, was mit ihm los ist. Dann nimm wenigstens den Obstessig für Felicitas mit. Sag ihr, sie soll sich damit Halswickel machen. Felicitas und Halswickel, ja? Du weißt doch, was sie von deinen Hausmitteln hält. Da ist sie selber schuld, wenn es sie auf die Bronchien schlägt. Ja? Hallo. Na, wie geht's dir? Das klingt ja furchtbar. Schönen Gruß von Agnes. Du sollst Halswickel machen. Wie riecht denn das? Obstessig. Das hat mir beim letzten Mal sehr gut geholfen. Alles nur Einbildung. Eine Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage und geht 3 Tage. Alles andere ist Quatsch. Na, dann hast du es ja in der Woche überstanden. Das überlebe ich nicht. Mir ist so langweilig. Mach die Äuglein zu und schlaf. Dann vergeht die Zeit schneller. Papa? 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 Was ist denn los? Mario und ich haben uns solche Sorgen gemacht. Und jetzt höre ich, du warst zu Hause in Napoli? Ihr Ehering? Hatte die große Finger. Es tut mir leid, Fabrizio, aber die Liebe ist stärker. Liebe, Liebe. Der neueste Stinkereich. Er hat Palazzi, Toskana und in Umbrien. Und er ist mindestens 15 Jahre jünger als ich. Ich sag's nur ungern, aber ich hab dich gewarnt. Ist auch egal. Du hast es geschafft, ich bin sie los und du hast mich jetzt wieder. Was? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich habe meine Wohnung aufgegeben und zu Mario. Mit seiner Frau und seinen 3 Kinder. Nein, 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 nein. Aber Papa. Was mache ich denn jetzt? Die waren doch für Bischof Rosbach. Hör auf rum. Die legen einfach drauf. Du backst sie und bei der Hitze im Ofen überlebt es keine Bakterie. Was ist denn passiert? Ach, der Hund ist mir zwischen die Beine gelaufen. Gerade als ich das Blech noch mal in den Ofen tun wollte, weil die waren noch nicht ganz durchgebacken. Hör auf, Hund. Oh. Was soll das denn werden, wenn fertig ist, hä? Kekse für Bischof Rossbauer. Ah, aber das ist ja kein Problem. Das haben wir gleich. Ich helfe Ihnen. Bitte nicht, bitte nicht. Warum? Ich würde gerne. Nein, das ist Agnes absolutes Geheimrezept. Für Diabetiker. Ah. Ja, dann. Wer bist du? Was willst du? Ich mag keine Hunde. Ah, ich muss doch Hanna erst mal fragen, ob du überhaupt bleiben darfst. Also darf ich vielleicht noch duschen und mich umziehen? Ja, klar. Wenn wir von Ihrer CD nur halb so viele verkaufen, wie Ihr Video im Internet angeklickt wurde, dann holen wir die Produktionskosten in 0,x wieder rein. Aber den Vertrag, den muss ich mir erstmal in Ruhe anschauen. Tun Sie das und rufen Sie mich an. Aber lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit damit. Sie sind heiß, Mann. Das müssen wir ausnutzen. Danke. Guten Tag. Hallo, Herr Was ist das, ein Plattenvertrag?
Herr Meier, Sie entwickeln sich ja zur touristischen Attraktion für Kaltental. Wie der schiefe Turm von Pisa. Hören Sie das? So klingt der Leid. Haben Sie den Koffer dabei? Ja, ja, natürlich, bitte. Gut, kommen Sie. Schwester, bitte machen Sie unserem Rockstar klar, dass er seinen Job los ist, wenn sich das, was er hier treibt, bis nach München rumspricht. Das will ich hoffen. So eine gute Public Relation für die Polizei hat es seit dem legendären Schäferhund Rocky nie mehr gegeben. Ja, und jetzt steht er ausgestopft in der Zentrale. Meine Herren, können wir bitte zur Sache kommen? Entschuldigung, haben Sie auch einen Vergleich dabei mit Wöllers Fingerabdrücken? Ah, natürlich, hier. Das habe ich mir von Wöllers Schreibtisch ausgeliehen. Sehr schön. Wie lange dauert das? Die Mutter Oberin, die nervt mich schon seit Tagen damit. Na, weil Sie es sind, mache ich es selber. Nur habe ich gleich ein Interview mit der Dame vom Hip-Magazin, aber dann... Herr Meier, wann? Vergessen Sie diesen Größenwahnsinnigen. Ich mache das für Sie. Von wegen. Klostersachen sind meine Angelegenheit. Entschuldigung. Polizeidienststelle Kaltental City, Wachtmeister Meier am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ah, Sie sind es. Wo sind Sie? Nein, bitte nicht auf dem Revier. Die neidischen Kollegen, Sie wissen schon. Ich mache das in der Mittagspause, okay? Aber wir brauchen das in einer Form, die auch vor Gericht standhält, ja? Schwester, ich mache das nicht zum ersten Mal. Danke. Nein, aber was halten Sie vom Ochsen? Können Sie gar nicht verfehlen, gleich beim Rathaus. Ich werde da sein. Bis gleich. Au revoir und aus. Das war die Dame vom Popmagazin, Schwester. Herr Gellert. Herr Bürgermeister. Lange nicht gesehen. Und? Wie geht's? Wie steht's? Gut. Wir haben nur etwas Probleme mit der Gebührenanhebung, aber sonst... Dann sagen Sie den Leuten, also wenn die Gebühren zu hoch sind, dann sollen Sie Ihren Müll eben mit der Post verschicken. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich muss mit Ihnen reden. Die Nonne war bei Ihnen, stimmt's? Stimmt. Und ich habe ihr gründlich die Meinung gesagt. Sie wissen, dass ich immer auf Ihrer Seite stand, damals und auch heute. Danke. Nur in der Politik und auch im täglichen Leben, da gibt es Situationen, da braucht man Fingerspitzengefühl und Flexibilität, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein. Herr Gellert, wenn Ihre Frau ab und zu mal mit ihren Kindern zusammen sein kann, dann wird das weder Sie noch die Kinder umbringen. Auch wenn Ihre Ex... Also, weiß Gott nicht, das Idealbild deiner Mutter ist. Aber immer noch besser als gar keiner. Sind Sie fertig? Fast. Ich würde vorschlagen, Sie bringen Ihr Privatleben in geordnete Bahnen. Sagen wir bis zum Samstag. Ich besorge Freikarten für das Rückspiel gegen Auing, für Sie, Ihre Ex und die Kinder. Aber ich will Sie da sehen. Haben wir uns verstanden? Aha. Und wenn nicht? Dann fürchte ich, muss ich mich um einen anderen Nachfolger bemühen, wenn der Hoppendörfer in Pension geht. Aber ich glaube, es wird nicht nötig sein, oder? Nein, aber Sie können sich einen neuen Nachfolger für mich suchen. Ich kündige hiermit. Was? Fristlos. Herr Gellert, Herr Gott noch mal, einen Job hinschmeißen und jetzt mitten in der Gebührenumstellung. Ja, wo soll ich denn so schnell einen Nachfolger für Sie herkriegen? Erzählen Sie mir das mal.